I like to switch into German from English into German. And Thomas Schnelker, our interpreter, will translate questions and answers, if you allow. Okay. Herzlich willkommen, Bundestrainer Jogi Löw. Ich darf dich kurz und schmerzlos bitten um dein Fazit, um deine Einschätzung zu dem, was wir eben alle gesehen haben, zum Spiel 6:1 hier in Irland. Bitte schön, Bundestrainer Löw. Ja, es war eine sehr konzentrierte Leistung von unserer Mannschaft. Und zwar von Beginn weg, von der ersten Minute, haben wir eigentlich auch gespürt, dass wir eine gute Präsenz auf dem Platz hatten, dass wir eine gute Organisation hatten und dass wir uns gut eingestellt haben nach vielen langen Bälle, die die Iren eben auch spielen. Ich denke, wir haben heute auch dann im Laufe des Spiels die richtige Balance gefunden zwischen eben einem temporeichen Spiel nach vorne, nach Ballgewinn und dann eben auch einer enormen Ballsicherheit, wenn wir eben auch mal tief standen. Wir haben den Ball schnell laufen lassen und haben dann eben auch mal geduldig warten können, bis sich eben auch eine Chance auftut. Und das Ergebnis ist auch in dieser Höhe so in Ordnung, weil wir haben viele gute Möglichkeiten rausgespielt und schöne Tore erzielt. Und von daher war es ein wichtiger Sieg, weil wir hier in Irland, glaube ich, seit vielen Jahren nicht gewonnen haben. Und die Mannschaft hat, wenn man auch diese Präsenz und diese Ausstrahlung, diese Körpersprache auf dem Platz gezeigt, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Right, I think we've seen a very concentrated performance by my team. Natürlich auch einige Themen zuletzt gegen Österreich oder so, oder im September waren wir natürlich auch nicht in dieser Verfassung, muss man mal auch in einigen Themen natürlich auch leben und das auch zu akzeptieren. Intern, innerhalb der Mannschaft, das ist nicht gespürt, dass diese Themen da ständig eben auch im Mittelpunkt stehen, sondern irgendwie habe ich von Anfang an gespürt und das auch unsere Mannschaft eingefordert, dass wir ab Montagabend oder ab Dienstag, wenn wir auf den Trainingsplatz sind, uns konzentriert vorbereiten und eine gute Leistung zeigen wollen und uns nicht ablenken lassen wollen, sondern von irgendwelchen Dingen, die von außen aus immer dann auch natürlich auch irgendwie reingetragen werden. Es war konzentriert die ganze Woche und man hat gespürt, dass die Mannschaft eben auch, wenn man da einen besseren Rhythmus hat, einzelne Spieler wieder mehr Dynamik, mehr Tempo haben. Und die Woche über war sehr konzentriert im Training. Diese Themen, die es immer so von außen dann mal da waren, waren innerhalb der Mannschaft nicht im Mittelpunkt gestanden und kein Gesprächsstoff. Die Schweden spielen natürlich auch ein bisschen anderen Fußball als die Iren. Schweden ist auch in der Lage, eben auch gut Kombinationsfußball zu spielen und nicht nur mit langen Bällen operieren. Also da gibt es sicherlich ein anderes Spiel, aber ich denke, wenn wir, sagen wir mal, diese Organisation, diese Disziplin auch in der Defensive wieder zeigen, diese Konsequenz eben auch und dann auch unser gewohntes Passspiel bringen, dann haben wir natürlich auch gute Möglichkeiten, uns da Chancen rauszuspielen. Und wenn wir das Spiel gewinnen können, und das wäre natürlich auch ein guter Abschluss für das Pflichtspieljahr 2012 in dieser Qualifikationssaison bislang. Immer ein sehr, sehr wichtiger Spieler, und da war es gut, wenn er auf dem Platz steht und eben auch in dieser Verfassung. Weil er hat dem Spiel dann schon auch vorgegeben. Ich denke, die ganze Achse war natürlich also insgesamt sehr, sehr stabil. Bartschuber, Lattes Acker, Kedira in der ersten Halbzeit war Lüssig und Schweinsteiger. Die waren schon auch defensiv, haben die schon ganz gut zusammengehalten. Von daher war es wichtig. Und das Kira hatte in der Halbzeit muskuläre Probleme. Ich denke, es ist nichts gerissen, aber man muss jetzt mal abwarten, die nächsten zwei, drei Tage, wie es aussieht, wie der Heilungsprozess verläuft. Also ich denke, wir haben es vielleicht auch geschafft, ihn rechtzeitig noch in der Halbzeit rauszunehmen, bevor da irgendwie das ganz kaputt geht. Marcel hat gut gespielt, hat absolut seine Aufgabe erfüllt, denke ich, gestern vielleicht wieder ein bisschen falsch verstanden worden. Ich habe ja gesagt, wir ihm weiterhin vertrauen und das Vertrauen auch zu Recht, aber er gute Fähigkeiten hat. Manchmal ist halt eben auch so, das habe ich auch schon häufig gesagt, natürlich auch international diesen Sprung ganz nach oben zu schaffen und ganz stabil zu sein. Das war auch beim einen oder anderen Spieler. Aber Marcel Schmelz hat gut gespielt, ich habe gestern noch mit ihm gesprochen. Nach dieser Pressekonferenz.
Spiel war gut von ihm, wie von der gesamten Abwehr heute oder von der gesamten Defensive.